Irgendwie ist sie in jedem Menschen präsent, die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Was das so genau ist, das weiß keiner so ganz genau. Aber die Intensität dieser Sehnsucht nimmt wahrscheinlich in dem Maße zu, wie die Kraft des Menschen abnimmt. Und man merkt es doch. Auch wenn man es verdrängt oder im ersten Augenblick nicht so wirklich wahrhaben will, es läuft einem nicht mehr so schnell von der Hand wie in früheren Jahren. Man wird langsamer. Das mag sicherlich jeder Mensch an anderer Stelle erleben. Bei mir war es sehr deutlich beim Fußballspielen zu spüren. Von Kindesbeinen an habe ich versucht, das Runde in das Eckige zu bekommen, wie man so schön sagt. In einem Verein habe ich als Jugendlicher nie gespielt. Manchmal fand ich das schade, aber trotzdem haben wir in jeder freien Minute gegen den Ball getreten. Als ich dann beruflich fest an einem Ort war, habe ich mich entschieden, endlich einem Verein beizutreten. Ich spielte sofort bei den alten Herren. Das klingt erst einmal sehr alt. Aber das waren die Jungs gar nicht. Ein alter Herr war man schon im Alter von 30 Jahren. Die ganzen Jahre habe ich regelmäßig beim Training mitgemacht und samstags ab und zu auch Spiele bestritten. Geblieben ist das regelmäßige Training. Und genau an dieser Stelle merke ich jetzt, dass ich in die Jahre gekommen bin. Ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Und die jungen Leute sind eher am Ball. Mein Kopf will immer noch. Aber meine Beine schaffen das nicht mehr so schnell, wie mein Kopf sich das denkt. Und dann habe ich zugeben müssen, dass ich älter geworden bin und langsamer und schneller müde und eher außer Atem und. Und dann stellt der Mensch fest, er befindet sich auf dem absteigenden Ast. Das kann man sicherlich schöner formulieren, aber besser wird es dadurch auch nicht. Und dann kommt so etwas wie Sehnsucht auf. Sehnsucht nach Ewigkeit. Denn irgendwie spürt der Mensch, das Leben ist vergänglich und er selber auch. Wie gut, dass man dann in der Bibel auf den 2. Timotheusbrief stößt und den Wochenspruch dort ist zu lesen. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Dieser Gott kennt nicht nur unsere Sehnsucht, er hat sie auch in unser Herz gelegt. Und damit wir nicht verzweifeln müssen, hat er seinen Sohn geschickt, der unserer Sehnsucht Hoffnung gibt. Der Tod ist nicht das Letzte und hat auch nicht das letzte Wort. Wer Jesus anschaut, sich in ihn hineinversenkt, ihm nachsinnt und schließlich sich entscheidet, sein Leben mit ihm zu teilen, der sieht plötzlich Licht in sein Leben fallen. Es ist ein Strahl der Ewigkeit mitten hinein in das ängstliche Herz. Und dann wird es hell. Egal wie alt man ist. Guter und barmherziger Gott, ich danke dir dafür, dass du meine Sehnsucht kennst und stillst. Ich danke dir für Jesus, der mir einen Weg zeigt über meine Lebenszeit hinaus und mich hoffen lässt. Ich bitte dich, berühre mich heute mit dem Licht aus deiner Wirklichkeit. Amen.